Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Wickes im Kreis! Hallo. Es wird immer besser. Nach über 60 Folgen oder so, 50. Ach, Kreis. Hat das ja schon langsam drauf, ey. Was ist mit der letzten Folge bei dir passiert? Du wolltest dich die dem Schmuddelkommission. Die Schmuddelkommission hat sie. Die Schmuddelkommission hat sie entfernt. Warum willst du denn jetzt, dass er von ganz oben runterspringt? Weißt du, Schmuddel will fliegen lernen. Schmuddel. Warum kannst du seine Wünsche nicht respektieren? Er ist ein Pfau. Er denkt, er ist ein Pfau. Schmuddel. Aber Pfauen fliegen doch gar nicht. So, guck mal. Was ist das da unten? Ja, das ist die riesige neue Plattform. Da werden die Slums gebaut. Schmuddel, was hast du vor? Warte, kleiner Schmuddel. Steht er hier mit Schmuddel auf dem Berg, ey. Schmuddel will fliegen lernen. Ja, ich weiß nicht. Ich respektiere nicht Schmuddels Wünsche. Schmuddel, tschüss, Schmuddel. Warte, Schmuddel. Tschüss, Schmuddel. Ja, Schmuddel. Der stirbt doch hier oben wieder. Der stirbt nicht. Dem geht's gut. Das ist nämlich unser Ausguck. Ey. In zwei Videos weiter. Moment, habe ich Schmuddel eigentlich was zu essen gegeben? Oh. Schmuddel hat Schmuddel hier oben. Sei bitte nicht tot. Nein, er hat hier oben eine selbstversorgende kleine Ausguckbasis. Schmuddel, du machst das sehr gut. Ich bekomme jetzt schon wieder irgendwelche Errors. Ich habe Schmuddel aus dem Wasser gezogen, ja? Und ja. Hätten die Leute die Folge bei dir gesehen, ich wette, da gab es irgendwo so einen Moment, wo du ihn ins Wasser getreten Nein! hast. Nein! Mit deinem Mongo-Fuß. Nein! Ich muss gucken, ob die RAW-Aufnahme, ob die noch existiert, ey. Ja, ja, du hast mir gesagt, die Kommission hat alles mitgenommen. Die Kommission hat alles mitgenommen. Da war so ein Typ, der hat gesagt, hallo, gib mir mal deine Festplatten. Ich hab gehört, ihr habt über Würstchen gesprochen mit Curry. Illegale Wurst-Let's Plays, die sind nicht legal. Hey, der Übergang sieht echt geil aus von hier oben. Ethisch nicht vertretbar. So, also, wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal alles weiß anpinseln. Wie, du willst den Boden weiß? Ja, oder? Die Slums, weißer Boden, bunte Hüttchen. Wie in weißer Brasilien Boden, halt. Bunte Hüttchen. Ja. Aber ist da nicht bunter Boden, weiße Hüttchen? Nee, die haben alle so ganz bunt angemalte Wellblechhütten in Brasilien. Hm. Die haben allgemein sehr viel bunt. Einfach lebensfroher als wir. So depressiv, die haben nichts, weißt du, die haben nur Kruste. Ja, aber es ist nicht oft und so. Und Regenwasser, sind total happy, tanzen den ganzen Tag. Naja, gut, das stimmt jetzt nicht. Zelebrieren ihr Transgender. Ich weiß nicht, das ist. Oh nein! Was hab ich jetzt? Denn? Ich hab irgendwas weggeschmissen. Was? Oh, irgendwas Wichtiges. Wahrscheinlich das goldene Dodo-Egg. Nee, das waren. Ach, Nägel. Nägel sind auch wichtig. Oh, dann legen wir mal los. Erstmal mache ich den Fake-Boten-Check, ne? Den Fake-Boten-Check. Ja, muss man ja mittlerweile, weil ja irgendwie gefühlt jeder dritte Boden fake ist. Jeder dritte Boden in Deutschland ist nicht echt. Was? Ja, ist ja auch mittlerweile so. Haben Sie auch ein Problem mit Fake-Böden? Rufen Sie jetzt an. 555 G-Fake. 555 das Seagate. Melden Sie jetzt illegale Straßen-Let's Plays der bärtigen Gemeinde. Irgendwann hören wir noch von seinem Anwalt. Wegen dir. Ich hab da keine Probleme mehr. Ich bin da clean. Ist auch am Streichen. Ich bin da gerade überlegen, sollen wir vielleicht mittig irgendwas bunt machen oder alles weiß? Ich weiß nicht. Mach ja, wir bauen da doch eine? Eh Häuser drauf, oder nicht? Ja, aber das sieht von oben vielleicht nett aus. Wir können auch in der Mitte eine Farbe reinmachen. So jetzt hier in der Mitte. Wir können auch hier einen weißen Fleck machen, dann sieht es von oben aus wie eine riesige Titte. Ja, haben wir jetzt eine Riesentitte. Es ist immer drei, auch hier hinten. Nee, hier sind es nur zwei. Noch eins zugemacht werden. Ja, aber ich glaube, wir sind eh nicht ganz symmetrisch, was das hier angeht, oder? Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn man von oben guckt, dass gut, irgendwo... Gut, man alles weiß. Ja, ja, wir bauen ja eh Hütten wir haben drauf. Wir haben ja nicht symmetrisch gearbeitet. Ja, wir müssen es das später noch... Es wirkt auch irgendwie nicht groß, das Ganze hier, ne? Nee, das ist, wir denken halt in anderen Größendimensionen mittlerweile. Irgendwie wirkt das mittlerweile... Ich kann auch nur noch große Dinge ernst nehmen. Aber sind hier unverstärkte Bretter noch? Ja, bei Weiß siehst du es noch... Ja, hier. Ja, ja, jetzt hier. Ganze Reihe, hier auch. So. Haben wir jetzt doch alles. Ich glaube schon.
Ja, du hast hier halt wieder irgendwelche Deepfake-Böden gemacht. Jetzt ist er wieder weg. Oh, und da ist er wieder weg. Wie, was? Hallo? Ist er wieder weg? Da bin ich doch. Hallo. Hallo. Aber es muss am Spiel liegen. Wenn man halt so ein wirklich talentierter Mensch wäre. Ja, hallo. Zack. Hallo. Nee, aber es liegt am Spiel, ja, weil am Spiel. Vorhin man, hast du nämlich das Spiel gestartet und ich war noch nicht im Game. Und ich warst hatte, schon weg. Nee, du warst dann weg. So, du hast das Spiel gestartet. Ja, das Spiel zerstört Leben. Internet. Das Spiel zerstört das Internet. Moment mal, ich esse hier gerade eine Ananas und sie gibt nur Trinken? Oder weil mein Lebensbalken oder mein Essensbalken da unten noch so big ist? Das ist nicht viel Platz hier. Guck mal, das ist echt nicht viel. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja gut, das reicht doch aber erstmal. Wir wollen ja erstmal nur das Slum-Grundgerüst aufbauen. Ja, aber was für eine Struktur verleihen wir den Slums? Ja, wir müssen sie ja irgendwie so bauen, dass man zu uns raufgucken kann. Ja, man muss uns irgendwie so regelrecht im Götterturm, wo in unserem Schmuttel regiert. El Turmo Decaldento, der muss irgendwie... El Turmo. Der muss ja irgendwie fresh sein. Ja, es ist diesmal nämlich was anderes. Damals war es dabei El Turmo Tuberculoso, aber jetzt bist El Turmo Tuberculoso? El Turmo Tuberculoso. Tuberculoso Festival? Unten am Tuberculoso. Tuberculosa. Das Tuberculosa Festival. Mach da mal keine Witze drüber. Mein Opa ist an Tuberculosa gestorben. Ich habe gehört, die Leute reden in den Schulen auch schon immer so, ne? Immer sagen, oh, nicht du hast irgendwie, oh, was hast du heute dabei, so zum Mittag? Ah, oh, hier so eine Stulle mit Salami. Hey, mach keine Witze über Salami-Stulle, ey. Mein Kuskeng ist an Salami-Stulle gestorben. Ja, so. Das ist halt nur die Frage, haben wir das eingeführt oder denken wir haben es eingeführt? Keine Ahnung, aber sie haben es ja von uns adaptiert. Und wir haben es irgendwo anders adaptiert. Du hast ja damals irgendwie das mit Sorbus den Kuskeng entdeckt. Da haben wir den Kuskeng erfunden, ja, den Kuskeng. Irgendwer hat es halt geschrieben und dann irgendeiner hat mal ein dummes Wort ist. Mach nicht Aug, weil mein Kuskeng hat Auge verloren. Und dadurch ist es entstanden. Ja. Und ich glaube nicht, dass er das witzig gemeint hat. Das war nämlich damals Malmut. Malmut hieß der. Ja. Da habe ich auch den Namen Malmut das erste Mal gehört. Und da habe ich mich so kaputt gelacht. Ich meine, Malmut, was ist das für ein geiler Name, bitteschön. Nicht ja, das ist, machen Witz, ich Malmut es gibt sein. Es gibt halt dem Standard-Mammut nochmal. Ja, so. Malmut. Ja, aber das ist aber ein richtiger Name, den gibt es wirklich. Ja, natürlich. Es gibt Menschen, die heißen Malmut. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das geht doch nicht. Es gibt Menschen, die heißen Erasmus und Attila, Alter. Ja, aber Malmut, das macht mich fertig. Der Junge in dem Fahrradladen, der geweint hat. Wie viele Malmuts mir jetzt in den Kommentaren schreiben, ey, was hast du gegen meinen Namen? Ich heiße Malmut, das ist stolzer Name. Das ist stolzer Name aus Familie. Ja gut, das ist aber bei YouTube normal, wenn du sagst, oh, ich habe mir gestern ein Fahrrad. Was hast du gegen Fahrrad? Ich habe nichts gegen Fahrräder, ich habe mir gestern eins gekauft. Laber mal nicht scheiße über Fahrrad. Ein Fahrrad hat mein Vater meine ist Mutter Fahrradprofi. Gerettet. Ja? Was? Damals meine Mutter wurde angefahren von Auto, dann kam Fahrrad. Ist aber, es gibt aber wirklich so Menschen, hat ne? Mund zu Reifen gemacht. Ich hatte mal, wir hatten in der Schule, und das ist kein Witz, in der Schule hatte jemand mega Stress, ja, und es wäre fast in so einer typischen, ja, komm heute nach der Schule, weißt du, machen wir Boxerei, ja, weil er erzählt hat, und das ist kein Witz, wir haben nach den Sommerferien darüber geredet, wer war wo im Urlaub. Und eine Person hat gesagt, ja, ich war mit meiner Familie in der Türkei. Und da ist jemand voll ausgerastet. Wirklich richtig ausgerastet. Der ist richtig aggressiv geworden. Was Türkei? Was laberst du so scheiße über Türkei? Sagst du nochmal Türkei? Ich schlag dir dein Frissbrett. Weißt du? Und dann was denn, Alter? Der hat gefragt, wo ich im Urlaub war. Ja, du redest scheiße über Türkei. Nein, ich habe nur gesagt, wir waren dort im Urlaub. Du hast gar nicht das Recht, in Urlaub zu fahren in Türkei. Weißt du, so wirklich. Ich dachte, was denn jetzt los? Ist irgendwie zu groß für eine Slumshütte, oder? Ja. Obwohl, es könnte auch so das Gemeindehaus werden. Das Slum-Gemeindehaus. Aber also manche Menschen haben halt einfach wirklich diesen Gedankengang von der Tapete bis zur Wand. Die hören halt irgendwie ein Geräusch und sagen, was hast du gegen? So, oh, wir haben ein Haus gebaut, aber so ökologisch aus Holz und so. Was gegen Holz? Was hast du gegen Holz? Holz voll wichtig. Soll ich dich verprügeln oder was? Holz ist mega wichtiger Rohstoff und wächst nach.
Ja, ist doch gut. Deswegen habe ich es ja benutzt. Ja, was Holz benutzt? Was ist das? Da denkst du, Alter, hörst du mir zu, wenn ich rede? Kannst du meine Sprache verstehen? Ist es was kriegen die denn für Dächer, die Häuser? Flachdach. Auf jeden Fall Flachdach. Und ich würde sagen, damit es halt so ein bisschen slummy aussieht, Flachdach und dann vorne eine aber Reihe so überstehen eine lassen. Reihe, ja, aber dann würde ich. Aber müssen die nicht wenigstens ein bisschen Schräge auch drin haben? Und dann so flach, so Bungalow-mäßig, weißt du, dass eine Seite eins hochgebaut wird? Ja, ich würde das vielleicht so machen, warte mal. Guck mal, dass du jetzt. Ach so, nee, ich hätte das nach vorne raus, hätte ich das quasi so gemacht. Weißt du, und dann da quasi mit einem so einem Bodending nach außen. Weißt guck mal, noch so mal, eine Markise, ja, das so ist so Markise. Richtig. Das haben Assis, ja, da hast du recht. die haben Markisen, Alter. Ja, die haben Markisen. Meine Eltern haben auch eine Markise. Beweisaufnahme beendet, euer Ehren. Das Geile ist, dass diese Markise, dass, seit ich denken kann, quietscht die. Denkst du, es sollte dann aber nicht Palme sein? Haben Assis nicht eher Palmen? Ich meine, das ist noch billiger so als Material. Meinst du so Palmdach? Ja, oder? Was meinst du? Palmmarkise. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Sieht, glaube ich, besser aus. Aber das ist ja auch hier das Dorfzentrum. Ich weiß nicht. Das okay, dann nehmen wir das als Dorfzentrum. Die haben ein bisschen was Hochwertigeres. Das ist ja schon wirklich sehr groß. Ja, das ist sowas, da kommen ein paar Tische rein und vielleicht auch irgendwie. Wäre geil, wenn man Essen platzieren könnte, dass man irgendwie so Mitleidssuppe irgendwie in die Ecke stellt, weißt du? So mehr hatten sie halt Grandpa nicht. Grandpa Cooking. Ah, gut, jetzt habe ich da wieder ein bisschen was abgerissen. Mist. Ja, ich stell's wieder hin. So. Ah, nee, oh, da in der Ecke, das ist falsch, sehe ich gerade. Warte, ich mach das mal hier weg. So. Wieder super dunkel. Machen wir hier aber 1,5, ne? 1,5? 1,5 drauf, ne? Ach, muss man gar keine. Oh, es geht ja auch so. Ich dachte, das müsste man nochmal stützen, aber es geht auch so. Ja, das sieht jetzt halt, das ist so das Gemeindezentrum. Da kommen. Vielleicht irgendwie ein bisschen. Ja, das, wenn du hier nach Slum City reinkommst, kannst du halt hier direkt anmelden, so, ne? Das Slum City Meldeamt. Oh, ey, wir müssten eigentlich mal ein Segel bauen, weil wir sonst von diesen Inseln gar nicht mehr wegkommen, ey, weil die so ansaugfähig sind. Aber dass wir jetzt so viele Inseln auf einmal haben. Na, das Spiel hat sich gedacht, okay, ich zwinge euch in den nächsten Spielstand wieder in die Knie. Ihr habt keine Chance, ihr Lümmel. Oh, guck mal, das ist jetzt so. Ja. Das ist ja so richtig. Hier kannst du direkt, theoretisch muss das alles aneinander stehen. Ja, ja, es muss dann hier also irgendwie eine kleine Eckhütte noch so, oder wenn nur so eine Gasse, wo dann irgendwie noch so Lattenzaun dazwischen ist. Die haben ja immer nur so Lattenzaungassen. Da musste eigentlich, musste hier noch ein Fenster reingeschlagen werden, dass du von Fenster zu Fenster rüberspucken kannst, weil das machen ja die Assis. Ja, ja, das machen die. Sag das nicht immer so, weißt du? Das klingt ja grausam, ey. Ich weiß, deswegen sage ich es ja. Ah, super. Ja, eigentlich müsste aber auch dann irgendwo noch so ein bisschen so ein Mehrfamilienplattenbau. Müsste auch noch rein. Naja, ich dachte jetzt hier direkt da dran. Ich dachte jetzt hier direkt daran, so ein Zwei-Etagen-Slum, dann wieder so ein Etagen-Slum. Oder halt, wie gesagt, so kleine Hütten, so kleine. Passt ja, ja. Nur ein Bett rein, Hütten, hier so 3, 4. Ich hab die ganze Zeit gesagt, kleine Hütten, du baust das so einen riesen Tempel und sagst, oh, das ist ja, zu groß. Ich hab's überschätzt. Ich wusste nicht, dass meine Kräfte wieder so mächtig sind. Wir haben es doch im Endeffekt schon mal gebaut. Dasselbe wie der Tierverwöhner-Club, den du gebaut hast. So müssen wir es eigentlich bauen, die ganze Zeit durchgehend. Ja gut, dann let's go. Immer so ein Etagen, zwei Etagen-Dinger. Bisschen verwinkelt. So, das haben wir hier aber, schon. Oh, warte mal, da könnte man. Man könnte natürlich. Warte, ich lass mal hier eine Gasse. Ich lass mal die Gasse Platz. Ja, ich würde eine Gasse machen. Und dann so schön mit Zaun. Damit es halt so ein bisschen verwildert aussieht. Wo ist denn der Zaun? Der ist hier, der Plankenzaun. Warte mal, ich mach jetzt hier mal. Erstmal so.
So, dann ziehe ich das hier um einen raus. Oh nein, falsch rum, oder? Ja. So, also wir haben ja gesagt, die haben irgendwie wenig Lebensfreude. Das kompensieren sie mit Bunt. Das kompensieren sie mit Bunt. Bun-Bun, sagte er Bun-Bun. Hast du was gegen Bun-Bun? Meine Mutter ist an Bun-Bun-Mund gestorben. Bun-Bun-Mund. Meine Mutter hatte Bun-Bun-Mund. Damals, wenn man halt viel reinschiebt. Ist auch viel rausgesprungen wieder. Das Gemeindehaus. So, weißt du, weil dann hast du nämlich hier so eine Art, ja, Terrasse-mäßig. Weißt du, dass man jetzt hier noch ein Feld frei lässt und dann hier jetzt dann sagt, das Grundgerüst stelle ich so hin. Das bunte, die bunten Slums. Hat noch viel Deko dann rein. Schade, dass es schon wieder so dunkel ist. Ja, da müssen mehrere Häuser hier rein, oder? Es müssen mindestens zwei Häuser hier rein in die Ecke, oder? Oder willst du jetzt schon... Ach nee, du willst jetzt schon den großen... Nee, den wieso? Großen Slums-Tower machen. Ja, oder halt so ein zweistöckiges Ding jetzt dann halt. Und dass du halt hier so richtig schön, weißt du, hast du so dein... Dann kannst du nämlich hier dich so assi an deinen Gartenzaun stellen. Hm. Ne? Kannst hier so... Kannst hier aus deinem Haus dann jetzt... Eigentlich ist ja nur dieses Grundding. Hier müsste noch eine Couch stehen und hier eine Hantelbank. Ja. Eigentlich müsste hier eine Couch stehen, hier eine Hantelbank und hier eine brennende Tonne. Dann wäre es authentisch, weißt du? Ja. Aber weißt du, dann kannst du hier und wenn du dann hörst du irgendwie was von gegenüber, weißt du, könnt ihr mal die Versammlung da drüben leise abhalten? Ja, ja. Wir versuchen, Malora gehen zu schlafen. Ne? Und hier kannst du so zwei Dinger dazwischen lassen. Einfach hier, weißt du, kannst theoretisch hier schon den nächsten Gartenzaun bauen, so ungefähr. Ja, so Zaun an Zaun, damit es richtig unangenehm ist, damit dicke Menschen gar nicht mehr hier reinkommen. Ja, ja, Schlamms genau. Ist was für Unterernährte. Die passen ungefettet auch durch die Rillen. Was ist denn hier los? Immer weg hier. Buddelboot. Smuddleboat. Smuddle, Dr. Smuddlehole. Ja, diese Zäune sehen auch schön billo aus. Ja, 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 ja. Das ist, eigentlich könnte man so von der Optik auch sagen, das ist der Slums Kindergarten hier drüben. Weißt du? Ja, aber du willst ja alles bunt machen, das heißt, am Ende sieht eh alles gleich aus. Ja, aber das hat so einen orange-gelb-Look. Ich würde gerne mal schlafen gehen, um es zu sehen. Lass mal schlafen gehen. Um Farben einfach ein bisschen wirken zu lassen. Good times. Ab und zu werde ich wohl auch in den Slums pennen. Der Weg ist ja ewig weit. Ja, ja, eben. Wenn da irgendwo ein Bett frei ist, ist es ja ist kein Ding. Dürfen die in den Slums dann auch Tiere halten? Weiß ich nicht. Ich dachte, Tiere bekommen halt so ein Zwischending vielleicht. Weißt du? Dass wir jetzt dann sagen, okay, wir haben da hinten die seicht betuchten Gegend. Wird es auch eine reiche Gegend geben? Ja, muss ja, oder? Ja, eigentlich schon. Obwohl die reiche Gegend, der Dudu hat schon zwei Felder weggesnackt. Die reiche Gegend ist ja eigentlich dann unser Zentrum. Ja, aber unser Zentrum ist ja eher so was, ich sag mal, regierungsmäßiges, weißt du? Das ist eher so was schon fast Militantes. Ja. Vom Turm des Schreckens wird hier regiert über die Slums. Wir haben ja die eiserne Hand. Und die haben hier auch keine das ist ja nur, Dings. Das ist ja ein kommunistisches Raft, was wir hier haben. Ach so. Deswegen muss man auch die Blutbrücke in die Slums nehmen. Das ist die Blutbrücke hier drüben. Blutbrücke. Türen, würde ich sagen, machen wir nicht. Also jetzt zumindest dann hier nicht. Das sieht dann ein bisschen slummiger aus. Aber irgendwie müssen wir auch eine Wand ein bisschen zumachen, damit es ein bisschen so auch diese Isolation, dieses mein Leben hat eigentlich keinen Sinn mehr. Hab aufgehört. Würde ich hier zumachen. Eine Seite. Ach oder so, hinten ja, ja. Hatte ich auch schon überlegt, nach hinten zuzumachen. Damit es so ein bisschen deprimierender wirkt. Ja, ja. Warte mal, ich würde auch hier vorne eins... Aber hier hättest du es breiter bauen müssen. Ich dachte, hier lasse ich dann einfach diesen Ausgang so keine Tür reinmachen, weißt du? Damit halt Menschen haben keine Tür. Da würde ich hier vorne aber auch ein bisschen zumachen. Warte, dann würde ich hier noch zumachen. Ja, ja.
und hier noch zumachen und dann aber in der Mitte nochmal ein Fenster, damit man halt wirklich schön sehen kann, der Gegenüber hat noch weniger, so auf die Art. Haben die Johnsons da ein bisschen weniger als wir? Ja, Dad. So, weißt du, dann kann man nämlich hier... Ach so, eine aus Palmen machen dann, ne? Aber man kann nicht aus Palmen, oder? Foundations aus Palmen gehen ja nicht. Ah ne, es gibt's keine Bodenpalme? Wegen Dächern dachte ich, gibt's vielleicht irgendwie... Ne, kannst nur schräg machen. Schräg sieht es halt. Naja, gut. Aber dann machen wir das so. Und dann jetzt dahinter das Palmdach. Ja, es muss auf... Aber es muss ja noch eine Etage irgendwie kommen. Weißt du? Ja gut, aber guck mal, jetzt machst du hier so eine schräge Palmdach, dann machst du es zu und dann kannst du da oben noch was draufsetzen. Und was, dann von der Seite mit einer eine Leiter. Schräge? Ich würde da jetzt so eine Palmenschräge machen. Ich habe jetzt gerade keine, hast du Palmenblätter? Nee. Ich habe gerade keine Palme mitgenommen. Ja. Immer aber, fehlt was, ne? Ja, es ist halt einfach, ne, man muss halt immer ein bisschen laufen für seine Materialien. Deswegen braucht man auch überall so ein Mexiko-Lager. So, dann hole ich mir mal hier noch ein paar Palmen. Da komme ich auf dieses dämliche Text ändern. Bisschen Holz mitnehmen. So. Oh, Melone könnte ich auch. Ist mir aufgefallen, dass man die Melone sich einfach ins Gesicht drückt? Ja, ja. Aber guck mal, es sieht schon, wenn man dann hier so rüberkommt, das ist jetzt schon... Es ist deprimierend. Es ist schon ein bisschen Es ist jetzt schon ein bisschen slummy. Es ist genau das, was wir haben wollten. Wenn es nur eine Mod gäbe für brennende Tonnen und sowas. Wäre so geil. Wäre so gut. Ach so, Moment. Muss da jetzt schon die Schräge drauf? Oder? Obwohl, man kann das auch. Wir können das nee, auch da so. Da muss es eigentlich in die nächste Etage drauf. Ja, ja. Das ist jetzt hier oben dann die nächste Etage. Ich meine nur hier wegen den Seiten, weil man es ja irgendwie zuhaben will. Müsste so eigentlich auch hier nochmal so einen Raumtrenner geben. Ja, das gut. Das ist eigentlich für zwei Familien gedacht. Ja, klar. Aber erstmal würde ich sagen, immer den Rahmen fertigstellen. Weil wenn du jetzt eh dann schon zwei Etagen machst. Warte mal. So, das ist ja hier so. Hier ist der Raumtrenner. So rein. Es muss halt, du musst dir halt maximale Depression vorstellen. Dann hast du die Slums genau getroffen. Und jetzt sind wir hier auf anderthalb, ne? Warte mal, dann könnte man... Da könnte man hier so eine Halbwende nehmen, oder? Könnte man machen, ja. Würde ich aber Palme nehmen, oder? Ja, ja. Habe ich jetzt Palme genommen. Damit das dann halt hier so schick ist. Na, guck, du kommst hier rein, dann wird hier auch ein Bett direkt, zwei Betten werden wir hier reinklatschen, eine kleine Funzel, eine Ablage noch, damit man halt ein bisschen was hat, damit man sich nicht gleich aufknüpft. Ja. Ist aber auch hier eine Decke jetzt noch drauf, oder? Ja, ja, die ziehe ich ja jetzt gerade rein, aber es ist, funktioniert. Ja, aber dann haben wir ja keinen Platz mehr. Nee, wir müssen es höher machen, noch eins. Wie soll man denn keinen Platz mehr? Eine... Hier oben kannst du doch noch dann einfach... Ach, hier bist du wirst oben drauf bauen. Ja, ja, genau, ich hätte jetzt dann oben drauf. Das kannst du hier doch so schön offen lassen, da gibt es keine Zwischenwände, damit man auch das Kind schreien hört, wenn es hier nebenan liegt. Ist doch super geil. Ist doch richtig schön ranzig und kaputt. Alles gespart hat er. Ja, müssen wir hier einfach nur, warte, machen wir hier Halbdinger drauf noch und dann haben wir eigentlich Stützbalken. Da kannst du ja, nach ja, oben, genau, geh du nach genau oben, dann machen wir hier zu. Warte. Moment, andersrum. So. Und oh, genau so. Jetzt geht mir das Holz aus. Ah. Für das eine dumme Loch hier. Ja, ich werde es füllen. Na, dann kann man oben drauf noch so ein kleines Zimmer drauf bauen quasi. Ja, es muss maximale Platznutzung muss man da haben. Ja, ja. Ist zu oben? Ja. Muss halt wirklich, es muss dich deprimieren, dann weißt du, dass du es richtig machst. Das ist schon richtig gut, ne? Schon. Könnte natürlich hier auch unser altes patentiertes Brückentunnelsystem bauen. Du meinst, dass man so Slumhütte an Slumhütte ist? Ja. Da kann man, wenn man dann hier hinten wohnt, kann man sagen, oh, ich gehe eben ins Dorfzentrum, muss aber nicht raus. Weißt du, kann einfach über die Brücke aus seiner Wohnung, da wo es nachts immer reinzieht, wo immer der Wind kommt. Kannst doch, du noch find jetzt ein bisschen gut, Farbe? Finde ich gut. Bunten Slums. Wer nichts hat, muss lachen. So auf die Art. Ah, es wird geil, Mann, wenn wir dann vom Tower del Decadento runterschauen. Ja, ich will es vielleicht jetzt schon mal noch kurz vor Ende hier, will ich das mal ausprobieren, weil wir müssen jetzt eh uns wieder verabscheuen.
Ja, leider, die Folgen gehen hier immer so schnell, ne? Man baut ein bisschen rum, macht sich über den Dodo lustig und auf einmal bumm. Ja, ja. Wo ist dein Dodo eigentlich? Ist er schon wieder tot? Ach Quatsch, dem geht's gut. Wenn ich nämlich die treue Fürsorge... Ja. Ja klar. Ich bin Dodo-Pädagoge. Wusstest du das nicht? Pädagoge. Das bist du. Ein Pädagogo. Das ist was ganz anderes. Stanzer, der sein Angebot nur auf Minderjährige auslegt. Kreis ist Pädagogo. Ja, guck mal, siehst du, kriegen die alle noch schöne bunte Dächer und so. Ja, es wird slummig. Wir müssen aber noch ein bisschen, im Moment hat das so ein bisschen Struktur. Wir müssen noch die Struktur zerbrechen. Da müssen kleine Wellblechhütten rein, weißt du? Das muss noch so ein bisschen aussehen, als hätte irgendein Nachbar gesagt. Also ein, zwei kleine Hütten. Ja, da passt das natürlich jetzt das große, das ist das große Doppelding. Das sind die Leute, die im Gemeindehaus arbeiten, die verdienen halt irgendwie $6 im Monat. 6 Muscheldollar, wir haben ja eh kein Geld hier. 6 Muscheldollar, ja. Die kriegen 6 Muscheln. Jeder, und desto weiter man vom Zentrum entfernt wohnt. Muscheldollar nennen, das ist besser. Desto weiter man vom Zentrum entfernt wohnt, desto weniger Muscheldollar kriegt man halt. Das ist dann der 3-Muscheldollar-Kreis. Ja, ist doch ein ultra geiles Raft. Au. Es tut schon weh dann, ne? Wenn man gut, bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen. Verdient euch eure Muscheldollar durch Likes. Jeder Like ein Muscheldollar. Kies will sich endlich ein Haus leisten im großen Turm. Ja, yes. Wir haben Ökosystem erschaffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tingeling.